wie du magst. Ich bin ja jemand, der auch sehr viel ohne Stream zockt. Das glauben die wenigsten. Aber ich spiele ja sehr viel auch ohne Stream. Wahrscheinlich sogar fast mehr als im Stream. Was eigentlich auch irgendwie ein bisschen dumm ist. Weil ich brauche ja eure Twitch Prime Subs zum Überleben. Aber ich hole sie mir nicht, ne? Versteht ihr, wie ich meine? Ah, wo bin ich? Ah, ich bin hier. Kurz gucken, ob hier was rüberkommt. Ist dann auch schon zu Knüppel noch gesagt. Dass ich die Seite hier beim Music Camp einfach nicht kenne. Ja, das ist irgendwie ein scheiß Spot. Ich glaube, ich hau einfach rein. Geht zum Checkpoint. Versuch da mein Glück. Ich muss ja eh 125 Meter töten. Wobei, ich muss halt drei Leute töten, ne? Das darf man nicht vergessen. Am besten mache ich das in der Runde, wo ich auch den Shooterborn filme. Wisst ihr, wie ich meine? Sie hat gerade gefragt, ob du auch Autogrammkarten hast und verschicken kannst für eine kleine Spende für dich. Also es wird so sein, es wird demnächst neuen Merch rauskommen. Und ich mache das eigentlich immer so, dass alle Leute, die sich zum Beispiel ein T-Shirt bestellen, kriegen eine Autogrammkarte dazu. Dann hat man, dann haben beide Seiten irgendwie sowas davon. Verstehst du, was ich meine? Das mache ich dann mal lieber so. Weil ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie mir zu schade wäre, mal eine Briefmarke irgendwie auf ein Papier zu kleben, weißt du, und einen Brief loszuschicken. Da ist nur, das ist so ein bisschen Schneeballeffekt hinter. Wenn ich das jetzt einmal mache und sich das irgendwie in irgendeiner Form rumspricht, zum Beispiel ich rede jetzt im Stream darüber, dass ich sage, ja klar, ich schicke dir eine Karte zu, dann kommen gleich 10 Nachrichten auf Instagram, so kann ich auch eine haben. Und dann häuft sich das halt und ich denke halt, ohne jetzt irgendwie geldgierig sein zu wollen, weil ich sage oft genug, mir ist halt Geld wirklich nicht so wichtig, aber ich bin natürlich auch meinen Arbeitgebern gegenüber so ein bisschen verpflichtet, irgendwie Umsatz zu machen mit meinem Content. Ja, dass ich dann einfach sage, jo. Hey, wenn ihr euch ein T-Shirt bestellt, bekommt ihr eine Autogrammkarte dazu. Das gibt's aber erst.
nicht mehr machen hier. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Vor allem, das waren noch zwei, glaube ich, an dem Stein, oder? Da haben wir eben gefightet. Das war ein ZB gewesen, oder? Sorry, ich war eben einfach so konzentriert, ich wollte halt nicht verkacken in der Situation, dass ich dann einfach mal verstummt bin. Volle Konzentration, weißt du, wie ich meine? Ding ist, das lohnt sich, glaube ich, gar nicht, den zu looten. Aber vielleicht hat er einen Rucksack. Nur kurz warten, ob jetzt noch was hierher kommt. Bene, grüß dich. Ja, was ich sagen will, ist, Autogrammkarten so solo verschicken mache ich eigentlich nicht. Was ich jetzt schon mal gemacht habe, ist, Leuten eine Nachricht irgendwie auf Instagram oder so zu schicken. Das können wir eher gerne machen. Das ist basically die Message. Rucksack als Scav ist ein Luxusgut. Ich habe ja auch einen Spieler getötet, der Scav getötet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der einen Rucksack hatte. Darum geht's mir. Glaube ich, so wie er in meinen Tod. Der war scheinbar knapp bei Kassel.de. Und da haben wir eine Evasion Armband rum.
Auf den grillen Bierchen. Und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose. Und ständig dieser Lärm. Oh! Oh ja! Come back to me, baby. Come because I need you here with me. Der geht übers Camp. Genau übers Camp. Oh mein Gott, ich muss auf meinen Stein. Ah, da geht ein bisschen weiter dahinter, Richtung Dragon's Spine sogar schon. Shooter born in heaven, Shooter born in heaven, Shooter born in heaven, fertig auf Woods. Geil. Geil. Junge, Junge, Junge. Auch noch ein Kill für Tarkov-Shooter. Sehr großes Interesse eigentlich jetzt noch schnell irgendwie einen Kill zu holen mit der Bolt Action. Boah, hätte ich den ersten da bekommen, ne? Hätte ich da mal den ersten bekommen. Das ist nur, weil ich das Bier vorher getrunken habe. Schön Zielwasser. Mhm. Das Ding ist... Ich bin am überlegen, nochmal zu Outskirts zu gehen. Oder wir jagen halt den. Wie mache ich's? Wie mache ich's?
Das kann übrigens auch ein guter Freund, Rishala, wollte ich schon sagen. Scheiße, aber es war wichtig für mich. OMG. Egal. Egal. Wir haben alles, was wir wollten. Wir haben alles, was wir wollten. Ich hätte mich da nicht direkt ranlegen sollen. Alles gut. Alles Bären. Lol. Alles gut. Junge. Da war ich einfach gerade so hyped. Da war ich einfach gerade so weit. Ey, Blubbelt, der Technik. Und Babasala, danke für eure Subs. Ey, diese beiden Quests einfach in einer Runde fertig. Mega gut.